Das ist eines deiner Verstecke. Du findest sie in ganz Redview County. Sie sind der einzige Ort, an dem du vor den Kopf sicher bist. Hier findest du alles, was du brauchst, um es mit deinen Rivalen aufzunehmen. Das ist deine Speedlist, das Zentrum deiner Rivalität. Hier kannst du aus ständig wechselnden Zielen, die deinen Fahrstil entsprechen, wählen. Da du gerade erst anfängst, ist die Auswahl noch etwas begrenzt. Wenn du das Training abgeschlossen hast, kannst du aus mehreren Speedlists wählen und so den Spielverlauf selbst bestimmen. Ich will keinen Porsche fahren, ich mag keinen Porsche. Gleichzeitig auch Garage und Werkstatt. Wähle Wagen, Verfolgungstechnologien, Personalisierungsoptionen und Leistungsupgrades aus. Sieh dich in Ruhe um, danach geht's auf die Straße. Es gibt zwei Slots für Verfolgungstechnologie. Hast du genügend Speedpoints? Verkaufe und aktiviere die Technologie für jede Fahrt. Ja, hier wollen wir erstmal hin. Weg mit der scheiß Musik, da krieg ich ja Ohrenkrebs. Das ist deine Karte von Redview County. Hier siehst du andere Fahrer und offene Events und kannst deinen Startpunkt auswählen. Fürs Erste starten wir einfach hier draußen. Nicht, jetzt aber nicht. Ich muss auch fahren, oder was? Du beginnst mit freier Fahrt. Rechts auf dem Bildschirm siehst du die vorher ausgewählte Speedlist. Erfülle die Ziele, um dein Training abzuschließen. Lege eine Route zu einem Zielpunkt fest, indem du die Karte aufrufst oder oben links im Bildschirm die Sie live auswählst. Los geht's. Um ein Rennen zu starten, fahre einfach zum Startpunkt und drücke die Taste. Du kannst ein Event jederzeit starten, sogar wenn du von den Cops verfolgt wirst. Achte nur darauf, langsam zu fahren, um nicht am Start vorbeizurasen. Du kannst auch Kopf an Kopf Rennen starten, indem du an einen anderen Fahrer heranfährst und dieselbe Taste drückst. Thank you.
du Speedpoints und erhöhst den Multiplikator oben auf dem Bildschirm. Wenn deine Fahndung zu dir erstreckt ebenfalls. Je höher sie ist, desto stärker versuchen die Cops, dich zu stoppen. Die Cops haben dich gefunden. Nicht weg. Cops jagen dich und versuchen dich mit allen Mitteln zu stoppen. Erwischen sie dich, verlierst du deine Speedpoints und den Multiplikator. Fahr schnell und nutze die Minikarte links unten auf dem Bildschirm, um die Cops abzuhängen und zu entkommen. Holt der Kopf während dieser Zeit auf, geht ihr die Verfolgung weiter. In deiner freien Fahrt könntest du wie jeden in Red Record dir antreten. Hinter sie oder Waffe haben eine Herausforderung, so drücke dann die Taste zum Start. Ich wollte rückwärts reinfahren. Nutze die Karte oder Easy Drive links oben im Bild, um eine Route zu den jeweils nächsten Verstecken, Werkstätten, Events oder anderen Spielern zu planen. Thank you.
das Racer-Training ist beendet. Wechsel zum Kopf und lerne den Rivalen kennen. Ich will keinen Kopf spielen. Boah. Es ist wichtig zu wissen, wie deine Rivalen denken. Spiele jetzt das Kopftraining. Ich muss es ja nochmal, Alter. Leck mich am Sack. County Police Department. Das hier ist einer der mobilen RCPD-Kommandoposten, die es überall im County gibt. Hier beginnt außerdem dein Training. Ich will jetzt erstmal hier... Das ist deine heutige Aufgabe. Wenn dein Training beendet, kannst du aus einer ständig wechselnden Liste von Aufgaben wählen, für die verschiedene Einsatzfahrzeuge im Kommandoposten bereitstehen. Im Kommandoposten kannst du deine Wagen und Technologien wählen und dein Nummernschild personalisieren. Wähle deine Einheit, dann gehen wir auf Streife. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Das ist deine RCPD-Karte von Redview County. Hier siehst du andere Cops, kannst Racer tracken und siehst offene Events. Außerdem ist es der Startpunkt für deinen Streifeneinsatz. Wenn du dein Training abgeschlossen hast, kannst du zu jedem Kommandoposten wechseln. Aber da brauche ich erstmal Bierchen. Dann lass knacken. Deine erste Streife beginnt. Rechts wird deine heutige Aufgabe angezeigt. Erfülle die darin enthaltenen Ziele, ja. Um das Training abzuschließen. Lege eine Route zu einem Zielpunkt fest, indem du die Karte aufrufst oder oben links auf dem Bildschirm Easy Drive auswählst. Und der hört sich gut an. Dein Ziel im Schnelleinsatz ist, die RCPD-Route möglichst schnell und sauber zu fahren.
Boah, da liegt schwer. Was fährst du mir auch in den Weg? Der Racer kann jederzeit deinen Weg kreuzen. Um eine Verfolgung zu starten, drücke die Taste. Dein Licht geht an und der Einsatz beginnt. Berührst du einen Racer oder er dich, beginnt die Verfolgung ebenfalls. Um einen Racer zu verhaften, folge ihm und ramme ihn mit dem Licht. Nutze Verfolgungstechnologie, sobald sie verfügbar ist, um einen Racer zu stellen. Je höher seine Landungsstufe, desto mehr Speedpoints gibt es. Nutze diese Speedpoints, um am Kommandopost neue oder verbesserte Verfolgungstechnologie zu bekommen. Glückwunsch, du hast deine Aufgabe abgeschlossen. Zeit zum Kommandoposten zurückzukehren. Nutze die Karte oder Easy Drive links oben im Bild, um eine Route zu den jeweils nächsten Kommandoposten, Werkstätten, Events oder anderen Spielern zu planen.
Ja, aus wie so ein FBI-Auto hier. Das Training ist beendet. Willkommen im RCPD. Du kannst nun nach Redcue County springen. Dein Training ist beendet. Wähle eine Seite und nimm den Kampf gegen deine Rivalen auf. Hier fängt es an. Jetzt geht es los. Geh Vollgas. Hier fängt es an. Oder Enzo gibt's hier, leck mich.
Willkommen bei All Drive, einem neuen Abend für Speedway. All Drive erlaubt dir, dein Freund und anderen Spielern jederzeit und nahtlos miteinander zu fahren. Um andere Spieler zu finden, sie auf der Karte nach oder so auf der Straße nach. Manche Cops, andere Racer. Beim Ordward an anderen Spielern erhält du mehr Speedpoints. Die Events können auch zusammengespielt werden. Neue Art Spiels. Hilf deinen Freunden oder behindere sie in Kopfaufgaben oder Racer Speeds. Du kannst auch mit Freunden im Need for Speed Network interagieren. Lade sie herunter, um dich auf Overwatch mit Freunden zu vergleichen und gegen sie anzutreten. Ich hab wieder blöde. Scheiß Bulle, Alter. Und da. Du Arschloch! Du blöde Sau, Alter! In die Werkstatt hier. Oh ne, ist Versteck. Da. Rutsch meine Eier, Alter.
Blöde Drecksäule, Alter. Und da, ich hasse es auch mit Analogstick zu lenken. Ich hasse es wie die Pest. Was, keine Kohle? Alter, willst du mich verarschen? Ich hab grad voll die Sache gemacht. Gibt's hier keine Auto? Das muss ich auch Bronzezeit fahren. War ich denn das hier wieder? Alter, ist der schwer. Alter, willst du mich verarschen? Ach ja, den habe ich gerade gesehen. Alter. Straßensperre. Ja, scheiß Pissbullen, Alter. Piss dich. Natürlich umfahre ich die. Thank you.
What? Anleger oder was? Ist sich nicht mehr Anleger oder was? Du Arschloch. Boah, Jesus, Alter. Erstmal dran gewöhne wieder an so ein Autorennspiel, ey. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor 10 Jahren ein Autorennspiel gespielt. Krieg ich jetzt neue Autos oder sowas? Dreck könnt ihr selber fahren. Ja, komm, gib die Knete hin, halt die Fress. Aha, neues Auto hier. Eine Dodge. Das ist bestimmt genauso schwer. Brauch was Schnelles, Leichtes, Mobiles. Nur der Sieg zählt. Halt die Fress. Wir haben nur 10.000 in einer einzigen Session. Hätte ich jetzt locker geschafft. Alter, fährt er langsam in den Rollstuhl. Mit reich Flocke. Ne. Das stoppe ich hier lieber. Wo mache ich das wieder? Wo ist die Kontrolle? Da glaube ich lieber die 17.000 da jetzt, ne, leck mir am Sack. Na, Geschwindigkeit brauchen wir nicht. Nur ja, warte. Rennen fahren. Slamme ein Razor von der Seite und ein Zähne. Ist das eine Renne? Nö. Zeitfahren. Zeitfahren. Ein Rennen. Manuel ist sogar damit gefahren, ey. Leck mich am Sack. Was hat denn der gehabt? Ford Mustang. Mhm. Ab geht die Lotse. Für 3,49 € kann man nichts sagen zu dem Spiel, also. Ne? Ich wollte mir erst Dead Island holen. Nicht schlecht. Ich habe mich eben erst runtergeladen. Ich muss erst mal wieder warm werden. Auto, wie gesagt, seit 10 Jahren habe ich kein Autorennspiel mehr gespielt. Mindestens 10 Jahre. War noch meine Ex da. Und ich hasse auf Analogstick zu fahren. Ich bin es ja normal gewohnt auf Steuerkreuz. Aber
eine Abkürzung. Naja, ziemlich gut jetzt nicht. Das Auto ist ganz schön schwer irgendwie. Also er hat Gewicht. Normalerweise stehe ich hier auf die kleinen Autos, die schön flink sind. Mal ziehe ich davon. Also total kompliziert mit Analogstick, mit dem hin und her gezittert, da weißt du das? Alter, ich sehe nichts, die Sonne. War mir klar, dass ich erst noch bei dem Nei fahren muss. Ich muss erst mal wieder ein Auge dafür kriegen, ne? Und jetzt? Ein drittes Versteck. Macht man das wieder? Normalerweise spiele ich nur Ballerspiele. Habe ich die Kohle zusammen? Ja, ne? Ist hier das Versteck? Nee. Muss mit dem los? Was Verfolgung gestartet? Ein Leco mio am Ärmel, jo. Ja, ich weiß, ich hab's gerade gemerkt. Boah, da geht's ja gar nicht lang, oder? Gib mir am Sack leck. Scheiß Bulle. Friss mein Staub. Aber noch ein Hubschrauber. Was? Alle Batz ein bisschen im Säckel. Ja, verfolgt den Penner da vorne, aber nicht mich. Der ist hinter mir. Fahre. Boah. Ich weiß gar nicht mehr, was das letzte Autorennspiel war, was ich überhaupt gespielt habe. Ich glaube, es war irgendein Need for Speed Teil. Wann war denn das? 2008, 2009. Da habe ich noch drüben in einer anderen Wohnung gewohnt, meine Ex. Ich weiß gar nicht, was da für Need for Speed raus war. Ich weiß es nicht mehr. Verfolgungstechnologien. Na, wenn ich jetzt finde, wo ich das noch finde, ne? Aston Martin. Ich brauche jetzt nochmal einen Schluck Bier, ey. Oh, halt die Fresse. Also, kann man wegdrücken, sehr schön.
Was sagst du? Verfolgungstechnologien. Das hört sich doch schon mal gut an. Ah, da. Elektromagnetischer Puls, das ist eigentlich effektiv, ne? Da gehen Sie mir nicht so auf den Sack. Also ein Turbo, ne? Das ist was Feines, aber der ist ein bisschen schwer, wenn ich da zu schnell bin. ESF ist gut, ESF. Elektrostatisches Feld wahrscheinlich, ESF, ne? Das E, also ja, da oben steht sogar, das EFS lädt die, was? Fahrzeugkarosserie mit einem starken Energiefeld auf, das gegen Betäubung und EMP-Erfassung schützt. Zudem erzeugt es bei jedem Objekt, das mit, was? Da, was? Das damit in Berührung kommt, einen starken Schock. Ja, da zerre ich mir das immer auf Slot 1. Und dann haben wir ja noch einen Slot 2. Was würdest du denn da empfehlen? Also ich würde schon sagen, direkt hier ein EMP, wenn sie lahmgelegt, gehen wir da auf den Sack. EMP oder Schockwelle oder sofort fliege. Ich gehe mal davon aus, dass es sowas ist. Alle Umkreise getroffene Fahrzeuge wegstößen bestätigt. Ja, oder Turbo. Wird das beinahe schon das EMP neiklatsche. Ne, vorausfahrende, okay, keine Sackgesicht dahinter mehr. Dann doch lieber die Schockwelle, oder? Wo ist denn das nochmal? Da. Ich hab's gerade gelesen, ja. Das ist doof, weil wenn ich gerade vorne bin, ne, so ich hätte, hab ja so gedacht, ich drück dann da drauf, dann gibt's so ein wie eine Schockwelle, nur mit EMP, dass sie dann lahmgelegt werden. Turbo meinst du? Dann machen wir mal Turbo neu. Was kostet mich der Kram jetzt? So, dann machen wir gleich mal das ESF. Kann man das irgendwie Level 2 oder sowas machen? Die haben keine Stufen, ne? EMP Level 1, doch. Oder ich muss erstmal ein Stückchen höher kommen. Slot 1, Slot 2, also Dreieck, Kreis. Dreieck ist ESF und Kreis ist Turbo. Merke ich mir mal vor. So, was haben wir dann noch? 108 Steine. Warte mal, was habe ich denn jetzt für ein Auto überhaupt gekriegt? Ich brauche irgendwas, was ein bisschen mehr Kontrolle hat. Er hat schon 5,7. 5,5. Das wäre jetzt Schwachsinn, den zu kaufen. Na, stopp ich lieber was in den hier rein. Und zwar nochmal in die Kontrolle. Weil ich brauche gutes Handling. Ohne Handling komme ich da nicht weit. Ein 6er, 6,4 ist gut. So, jetzt haben wir noch einen 80er. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt gerade. War ja ganz in Ordnung. Vielleicht noch ein bisschen was in die Beschleunigung reinstecke. Ich habe sogar gesehen, ey, ich habe mir fast hier gerade fast am allergewertesten rumgespielt. Hier gibt es einen verdammten Ferrari Enzo. Ja, ich bin Ferrari-Fan. Nee, ne, das beide. Da, ey, oh. Ich stehe auf Ferraris. Ja, aber natürlich nichts über McLaren, ne? Der hat Power, sehe ich hier. Der hat 8,1, der 8,89, 7,964, 7,9 und 6,4. Also Stärke hat der Enzo schon mal mehr.
Und Robustheit hat das Ding gerade mal 3,8 und da hat er 5,8. Also kriegst du ein Enzo im Prinzip auf ein besseres. Höchstens der Pagani. Also bezweifle ich auch, aber der Alter, der hat ja richtig Höchstgeschwindigkeit drauf. Was ist mit dem Ding los? Wenn er dann auch ein paar Upgrade-Sniper hat, das Ding fährt ja 5000. Ich babbel und babbel und babbel, ich kriege das Biergranatenhals. Warte, ich muss mal einen Schluck trinken. Prost. Ich mache erstmal Kohle. Wie in jedem Spiel. Das kann ich mir vorstellen, wenn du das Spiel schon kaputt gespielt hast, dass du alles hast. Ne? Hast wahrscheinlich hier die ganze Upgrade-Show ringeballert hier. Es ist klar, dass du abgehst wie jetzt Zappi. Handy gebrummt. Coin Master, leck mich. Oh, keine Zeit für den Scheiß. Ich nehme dich mal mit aufs Klo, ich muss mal Pipi. Ach, hier ist schön warm hier drin. Ich hoffe natürlich, du hörst mich jetzt noch. Ich weiß nicht, ob gerade hier wieder diese ganzen Ecken irgendwas hier wegklatscht. Jetzt dretscht's mal gleich. Ja, ich muss gerade beim Stehen pinkeln. Ich habe gerade keinen Bock zu sitzen, ist kalt. Ey, das läuft, ja. Und läuft, der Stimme wie Dorazell. Erleichterung. Übelste Erleichterung für die Blase. Ich glaube, sogar jetzt hole ich mir noch ein Bier gleich mal als Reserve. Ich glaube, ich mache mir dann was Leichtes zu essen. Ich habe hier noch Pizza-Leberkäse. Pizza-Leberkäse natürlich ohne Pilze. Ah, das ist gut, dass du mich noch gehört hast. Manchmal gibt es hier so Schwankungen, wenn ich Richtung Toilette gehe. Dann macht er so dämlich rum und dann kratzt das dämlich rum oder so ein Scheiß. Ist mega schwer zu bekommen, kann ich mir erklären. Muss man dafür was machen oder was? Hierfür soll ich nur Rang bekommen. Lass mich raten, der braucht ein paar Millionen, tausend. Keine Ausdrücke. Verdammt viel Kohle. Weil die Stufen gehen ja eigentlich bis jetzt, Anführungszeichen, recht zügig. Ich bin ja schon drei und habe eben erst angefangen. Ein Rennen fahren. Ah, lass mich raten, noch Erster werden oder du musst irgendeine Zeit unterbieten, überbieten, wie auch immer. 300.000, das geht ja. Oder hast du eine Null vergessen für die 3 Millionen? Voll 300.000, das wäre jetzt ein bisschen. Ab jetzt schon 73. Ich brauche nochmal eine Zigarette. Ich glaube, ich muss ein ganz kleines bisschen noch mal den Ton hier runterschraube. Das poliert einem die Ohren weg. 30, glaube ich, gut, hä? Ja. Ja, ich bin der Mensch, ich spiele kein Spiel mit Musik. Geht gar nicht. Musik ist das Erste, was aus ist. Dreh ich durch. Wenn ich da als irgend so dummes Gejaule rumhöre. Nur 40 Kilometer fahren, während Polizei dich verfolgt. Wahrscheinlich auf höchste Stufe.
es hört sich in Anführungszeichen jetzt gar nicht so schwer an. Aber ich glaube nicht, dass ich mir das so einfach vorstellen soll, dass ich jetzt hier einfach 40 Kilometerchen fahre und die Bulle sind dann gleich da, ne? Und zacki zing habe ich das Auto hier. Ich glaube, so einfach machen die das auch nicht. Ja, überall wahrscheinlich der ganze Stacheldraht oder wie der Scheißdreck heißt hier, die wo du durchfährst da, dann sind die Reifen platt. Wenn es das noch gibt, irgendein Need for Speed habe ich mal gespielt, da gab's das. Und natürlich die ganzen, es war ja nicht mehr, glaube ich, wann mal war das so, oder täusche ich mich gerade, das ist halt ewig her, dass sogar mehrere Hubschrauber rumfliehen. Überall Straßensperre, 20 Bulle hinter dir her, da gehen die Posten ab wie die Wutz. Oha. Da muss ich, glaube ich, aufpassen. Wenn ich nämlich hier ein bisschen einen Anfall kriege, haue ich einen Controller in die Wand. Erstmal ein kleiner Trinke. Da weiß ich ja schon Bescheid. Was ist dein Favorit von den Autos? McLaren, ne? Jetzt kommt's. McLaren oder dieses, der vorletzte? Dieser Pagani. Und der hat übelst Power schon. Natürlich, der Lambo ist auch nicht schlecht. Also die letzten 5 Autos. Naja, bei dem würde ich noch ein Auge zudrücken. Der hat schon krasse Kontrolle, 8,2. Der hat halt krasse Kontrolle. Kontrolle ist für mich A und O, dass ich schneller die Kurven nehmen kann, überall neihechten kann. Das ist eigentlich schon vorteilhaft. Gibt es eigentlich irgendwie so versteckte Autos, geheime Autos? Nee, ne, glaub nicht. Kann richtig gut werden. Aventador. Aventador. Der hier. Sieht schon nice aus, ne? Wenn du dazu ein paar gescheite Vinyls drauf machst, der hat halt eine böse Form, so ein bisschen Batman-Mobil, ne? Da geht mir gleich wieder was ohne Abzwischte, boah. Ich hab's halt erstmal auf den Enzo abgesehen, dafür werde ich erstmal sparen, aber Level 19 wette, boah. Wie lange braucht man hier für so Stufen? Einfach nur Vollgas als Durchfetze, oder? Gibt's hier sowas wie Vinyls? Ich hab jetzt hier zwar Bapper drauf gemacht. Wo ist denn der Scheiß schon wieder? Wo macht man hier Farben? Bin ich blöd? Das komplette Folie? Nee, es gibt's hier nicht. Was habe ich da damals für Need for Speed gespielt? Da gab es so diese Blitze hier und so ein Kram, die hier, aber die gingen über das ganze Auto, diese Vinyls. Oder muss man das ziehen? Ich weiß es nicht mehr, das ist so endlos lang her. Na, ich sollte weniger quatschen, mehr fahren. So, das ist eine Birne, leer. Reservebücher steht hier. So, Zigarette schnell bauen. Das war auf jeden Fall irgendein Need for Speed. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich kann es dir ja nicht mehr sagen. Da konntest du Drag-Rennen machen. Da, wo du einfach nur die Piste geradeaus durchfetzt tust. Ich weiß aber nicht mehr, welches das war.
Trackrennen waren geil. Da habe ich mit mir, mit meiner Ex, mit einem Kollegen, haben wir immer Wetten gemacht. Und meistens, also ich kann jetzt sagen, ich habe immer gewonnen. Manchmal war ich auch zu blöd oder habe zu viel gesoffen und habe die Laterne nicht gesehen und bin da voll reingefickt. Ne? Oder ich war einfach mal an dem Tag schlecht. Wenn ich das jetzt so berechne, ich zocke jetzt im Prinzip circa 30 Jahre, zocke ich jetzt. Also mit 4 oder mit 5 habe ich mein erster Gameboy gekriegt. Naja, wenn ich jetzt schreibe würde, ich glaube, dann hättest du schon da irgendwas mit 1000 stehen. Was meinst du, wenn ich jetzt das nächste Bier mir reinlaufen lasse, wie das dann abgeht? So, wie macht man das nochmal? Ah ja, was soll ich machen? Was sind die Aufträge? Beende ein Kopf-an-Kopf-Event. Triff einen Razer mit Verfolgungstechnologie. Was soll ich denn wissen, ob der so einen Scheißdreck-Eistecker hat? Wir machen erstmal das Zeitfahren. Da oben war doch irgendwas, genau. Da oben ist sogar dieser Gottesrasierer BR. Das ist mein kleiner Bruder. Wir sind 1,20 gefahren. Das ist eine wiederholte Fahrt. Aber doch nicht im Anfangsauto. Das kann mir jetzt, glaube ich, keiner erzählen. Warte mal, muss ich... Nee. Oh, das ist so eine Kurzstrecke. Ja, Minute 20 wäre total easy jetzt hier. Ich würde halt gern lieber auf Steuerkreuz fahren. Warte, ich lese gleich. Wenn ich jetzt nämlich lese, du, knutze ich die Wand. Der da kann. Nein! Ja, vielleicht kann er durchfetzen. Alter! Was, beim Kopf-an-Kopf-Rennen fehle ich den Razer kurz vom Start kaputt zu machen. Wie soll ich einen Razer... Warte mal, was? Kopf-an-Kopf? Soll ich das machen? Ja, Kopf-an-Kopf, so. GPS. Ah ne, warte mal, ich wollte erst mal Werkstatt. Bin ein bisschen gerade in die Wand gefahren. Lol. So, Hammer.
Nee, Event. Hier ist aber kein Kopf an Kopf. Nein! Ach so, das ist ja Kreis, ich Idiot. Stimmt ja. Ich habe ja diese Dinger jetzt. Muss ich mal merken. Ach so, der Idiot da vorne. Krieg ich den noch? Wo ist er hin? Na, der ist weg. Ne, da vorne ist ein Level 2er. Achso, jetzt habe ich erstmal voll eine Neidotze. Alter, der gibt ganz schön Gummi, der Krippel. Alter, wo fahr ich denn da hin? Alter, was da Gummi gibt. Ist das wieder aufgeladen? Ich geh da gar keine Pause drücken, Alter. Ich wollte gerade mal die Kippe ausdrücken. Mann, ich lese gleich alles durch. Aber wenn ich jetzt so anfange zu lesen, sehe ich die Karte nicht mehr. Wow. Was, Handlungsstufe 7? Bin ich entkommen, ja? Sehr schön, jetzt warte ich kurz, bis die weg sind. So.
Dann zerstörst du, dann musst du ein Rennen gegen dich selbst fahren. So geht's aber auch, ja. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, was du meinst. Am besten direkt am Anfang schon ein bisschen kaputt knocken, bevor ich das Rennen starte, da ich dann eine Gap, also starten, nur noch einen Schlag und dann hasta la vista. So, was sind meine Aufgaben jetzt noch? Versteck. Arschklar, dass der mir jetzt neu fahren muss. Alter, ist heftig hier, was du da auf hier auf R2 gedrückt halten musst. Das geht mir abis auf den Sack, dass ich hier mit X Gas geben kann, ne? Ich habe da ganz andere Tastenbelegungen. Man kann hier dann immer die Tasten ändern. Ich habe schon geguckt. Das Need for Speed, was ich damals gespielt habe, hast du hinten auf R2 hast du NOS gegeben. Also Kohle macht man hier easy. Ich glaube, die Rennen werden wahrscheinlich der Knacker. Neuer Wagen. Und das gefreut mich hier. BMW. Bushido muss wichsen. Die anderen Reality-Show geht weiter. Trip 5 Racer mit Verfolgungstechnologien. Muss ich einfach so bekloppte wahrscheinlich rumheizen. Jetzt haben wir ja das Auto hier. Naja. Liegt wahrscheinlich total schwer in der Hand. Maserati? Naja. Hier kommen wir schon der Sache näher. Die Kontrolle ist beschissen. Ja, ich hab's gerade gemerkt, so dass ich das immer gedrückt habe und bin dann in der Herkerheiz, anstatt das zu drücken, wenn ich den gerade nein dotze, dann ist das, glaube ich, effektiver. Ich muss erst mal warm werden. So, warte. Silber bei Renne. Und Silberrennen. Machen wir hier ein Rennen. Oder soll ich noch ein bisschen was aufmurzen? Komm, ich klopp da ein bisschen was. Nein, scheiß drauf. Scheiß auf Robustheit. Stärke braucht keinen Schwanz. Wir gehen nochmal auf Beschleunigung jetzt ein bisschen. Bisschen auf Geschwindigkeit. Auch da hauen wir gerade doch mal was rein. Noch mal hier was rein. Und kommen nochmal in die Kontrolle. So. Soll das mal kurz so reichen. Ich glaube, damit kann man jetzt erstmal ein bisschen fahren. Wo ist das andere Bier hin? Alter. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich frage? Du hörst dich irgendwie noch ein bisschen ziemlich jung an. Oha. Oha. Oha.
Ich bin ein paar Jährchen älter. 14 ist in Ordnung, dass du schon mal ein bisschen Ahnung von dem Game hast. Guten Tag. Ja, ich musste dem letzten Jahr, ich hatte nun mal noch einen anderen Account auf YouTube, aber da kam irgendein Problem hier und dann musste ich mir einen neuen Account erstellen. Die Arschlöcher. Das ist, wenn man 20 Millionen Passwörter nicht aufschreibt, die nur im Kopf hat und irgendwann mal vergisst aber mal eins. Und dann ist es ausgerechnet das, was du normal brauchst, tust, ne? Ja, ich bin 35, ich bin schon Opa. Ich zock schon ein bisschen länger. Was ich mir gerade gestern auch noch runtergeladen habe, warte mal, muss ich mal gerade gucken, bevor ich einen falschen Namen sage. Vigor heißt das, Vigor mit V. Das ist ganz lustig. Ich hatte auch dieses Panzerspiel mit Hot Wheels. Aber da habe ich das Video falsch verstanden. Ich habe gedacht, man kann da wie in Hot Wheels und Destruction Derby, dass man die Leute mal ein bisschen kaputt rammen kann oder so. Aber das war falsch gesehen. Da habe ich mich falsch eingeschätzt. Habe ich gleich wieder gelöscht. Vor welche 56 Gigabyte. Guck mal, Bob ist lecker. Das war mir doch eine Nummer zu blöd. So ein Schwachsinn da. So, das war gut. Jetzt müsste das Bier gleich in meinen Körper gehen und das ist dann wie Benzin im Blut. Müsste ich auch besser fahren können gleich. Ich weiß auf jeden Fall, mir kommen gerade so ein paar Erinnerungen. Das Need for Speed, was ich damals gespielt habe, da hattest du solche, wie soll ich denn das nennen? Z-Covers, also da hat sich auch dann vorne der Spoiler oder hinten der Heckspoiler, hat sich alles mit einem kompletten Verganzen verändert. Ich weiß nicht mehr, was das für eins war. Das hat damals noch meine Ex gekauft gehabt. Das ist aber ganz lange her, ist das. Normalerweise spiele ich eigentlich, wie gesagt, nur Ballerspiele oder so Action-Rollen-Adventure. Wie Tomb Raider oder so. Aber hauptsächlich Ballerspiele. So. Da wollen wir mal. Bin ich ja noch drauf? Nee, was soll ich machen? Renne. Wo ist denn jetzt Renne? Und da? Und den Rest, der wo jetzt dazu kommt, da ist drin. Was jetzt blöd ist, eigentlich müsste ich vorher rauchen, weil ich habe gerade gesehen, ich kann kein Päuschen drücken, ne? Ich bin mal gespannt, was die Kiste bringt. Sieht irgendwie total beknackt aus. Er muss mir neu fahren, er muss mir neu fahren. Krippel. Ist ja fast wie bei COD, wenn sie mir in den Schuss laufen, weißt du? Alles klar. Danke für die Tipps. Viel Spaß beim Zocken. Und vielleicht hört man oder sieht sich nochmal. Also, ich glaube, er hören. Danke dir auch.
Das ist klar. Mich kriegt ihr nicht, ihr Arschlöcher. So ein Dreck. Das hätte ich da nicht drücken sollen. Ja, jetzt die Kippe aus, die Arschlöcher. Und ihr hängt drinnen. Pech gehabt. Du Arschloch. Die hängen mir ganz schön im Nacken, gell?
Was, es sind noch mehr? Boah, fahr ich Alter, die besorgen es mir ganz schön. Ihr blöden Wichser. Will denn der hin? Nein. Nein, der weg. Arschliche. Und doch. Kriegst du auf dafür Kohle? Nee, ne? Ja, weil sie mich erwischt haben, die Wichsers. Da hier. Noch immer mal heute. Krass. Im Ferrari Enzo sind die da schon rumgegurkt. Lutsch mich am Sack. Was haben wir denn da? Das ist der Pech, das ist der Pech. Bogenschützenturm auf 19, das ist schön. Da grinse ich aber. Später, naja, das, guck mal, ich habe einen 100er Akku. Ist aber schön. So, das dahin, das hierhin.
Ich glaube, ich hätte den scheiß Porsche aufrüsten sollen, obwohl ich Porsche hasse, aber der hat eine gute Handling gehabt. Wiederholen wir mal den Dreck. Ja, genau. Er kommt genau dann, wenn ich da entlang fahre oder was. Nimm mal aus dem Weg, Krippel. Fuck. Guck da. Keine Ahnung, was du da schreibst. Thank you.
Ja, wo denn? Einen Schritt weiter. Silber, Slamme 3 und Kopf an Kopf. Guten Tag. So, was habe ich denn jetzt gekriegt? Ja, so ein Dreck. Event. Wo finde ich denn sowas?
Surprise. Whoa.
Du hast mich gerammt, ich hab doch meinen Scheiß eingehabt, du Wichser. Ach Mann, ey. Nimm zu.
Und da. Ja, bei dem Scheißspiel kann man nicht rauchen und spielen. Man muss erst rauchen. Ja, dann macht's gleich ab.
Scheiße.